Ist relativ unauffällig. Ich mach mal so hier irgendwie. So. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal nach oben. Ich habe jetzt noch kein Melee-Damage gemacht, deswegen konnte ich jetzt noch gut Punkte verteilen. Na, Wofür ist das Buch wichtig? Naja, ich habe 112 dabei. Obwohl, ja, ein bisschen. Ja, ich habe 140, also. Und das hat gerade eben nicht richtig gereicht. Movement Speed ist überhaupt nicht wichtig für die Aktion an sich, fast, weil wir sowieso noch auf begrenzten Raum sind. Na gut. Also, Movement Speed ist nicht so wichtig. Komme ich irgendwie rauf? Scheiße. Okay, mach mal so hier. Ja, dann respec ich nochmal neu. Übrigens, Piep, also soweit ich gehört habe, ist dieser neu implementierte Grinder eigentlich besser als der, als die Mod. Okay, wusste ich nicht. Weil im Prinzip, wenn du jetzt beispielsweise jetzt für Narcotics, wenn du 4 Narcotics herstellst, also die Materialien für 4 Narcotics benutzt, kriegst du 6 Schub raus. Und das im Prinzip genauso schnell. Ja, müssen wir einfach mal ausprobieren. Für den brauchst du halt Strom und Gasolin. So gut, ich bin oben, glaube ich. Ah ne, hier muss ich ja noch weiter. Scheiße, stimmt, da war ja was. Der Felsen ist echt ekliger als man denkt. Okay, ganz ruhig. So, wieder nach. Bibi. So, der war gut gewesen, der Schuss. Mann. Okay, ganz ruhig. Haben wir denn gerade irgendwas Cooles gelootet? Keine Blueprints leider. Nur ein bisschen Material. Also es hat sich jetzt nicht so gelohnt. In dem Safe war auch nicht, glaube ich, was wirklich Gutes drin. So, ich bin oben. Okay. Man kam immer da raus, wo das Modul war, ne? Weil dann kann ich das ja dementsprechend jetzt bauen, das da geht. Na, dann gucken wir mal. Hab ich wieder reingetan, ne? Ne, du solltest die anziehen. Ach so, ne, weil du die. Okay, du hattest keine Hose an, deswegen dachte ich, okay. Ne, ich bleib ja eh hier. Alles klar. Das sind jetzt hier online eigentlich nicht. Okay, wir hatten sogar halbwegs ordentlich Platz, finde ich. Ich hoffe nur, dass die Range nicht so hoch ist für Attack My Target. So, gut Leute, jetzt kann ich es nochmal ganz kurz erklären hier. Also hier kommt das Target hin gleich. Und ich gucke jetzt erstmal, wie das jetzt bei denen hier aussieht. Hinter deren Base geht ja so eine krasse Schluchtrunde. Und da, wo die Schlucht ist sozusagen, ist unten im Vorsprung. Das wird jetzt natürlich sehr hart, den zu finden. Also das wird jetzt das größte Problem erstmal in der Vorbereitung. Ich werde jetzt gleich hier runterspringen und wenn ich den Punkt verpasse, bin ich tot. Davor habe ich große Angst. Auf jeden Fall, nee, die haben echt keine Turrets hinten. So, die Idee ist, wie gesagt, wir gehen dann hier durch den Stargate, ne? Mit T-Rexen. T-Rex attack my target auf die Base von denen. Um die Turrets hier abzulenken und vielleicht auch die Spieler ein bisschen abzulenken. 3 Leute springen von hier runter auf das Dach. Und wenn man einmal auf dem Dach ist, kann erstmal nichts mehr passieren. Das ist ein toter Winkel. Und die Leute... Okay, die haben jetzt da oben eine Minigun. Die müssen wir ganz schnell wegmachen dann. Aber das dürfte das kleinste Problem sein. Und da ist auch keine Muni drin, sehe ich gerade. Und dann oben einfach ein Loch reinschießen, Gasgranaten reinwerfen, dass die Spieler vielleicht erstmal erwischt werden und dann irgendwie den Generator erwischen. Dann können wir rein in die Base. Außen die Turrets sind auch ausgestellt, was gut ist. Und dann nehmen wir einfach das Wichtigste mit, was wir finden. Wir müssen dann einfach gucken, also wir haben dann hier oben einen Spielposten, der kann uns sagen, wie viele Spieler da rum sind. Vielleicht sind ja nur 2-3 Leute da oder so, dann könnte man vielleicht sogar drüber nachdenken, von innen die Base nach außen kaputt zu schießen. Aber der eigentliche Plan ist, dass wir gleich, wenn wir drinnen sind, schießen wir auf die Rückseite ein Loch rein. Das ist quasi dann das Fluchtloch, ne, dass man da durchrennen kann. Und auf die Rückseite hier, da wo es hier runter geht, da springen wir mit dem Fallschirm runter und da wo man hinkommt, da baue ich ein Stargate hin. Das sollte sein, das größte Problem, weil ich sehe das von hier leider nicht. Ich muss das, glaube ich... Ich glaube, es wäre schlauer, wenn ich von unten abspringe. Ich muss ja sehen, wo ich hinspringe jetzt. Das sehe ich von hier nicht. Ich muss von hier irgendwie. Ich muss hier irgendwie dann wieder runter, auf jeden Fall. Ich baue jetzt hier erstmal das Stargate. Machen wir erstmal so. Aber eigentlich muss es so rum. Dann müsste man eigentlich jetzt zur Steinseite rauskommen, was gut ist. Ich könnte es noch eins nehmen. Ich glaube, das passt so. Okay. Stargate steht. Ich hau ZPM rein.
Jetzt muss ich ja schnell machen, weil theoretisch können die das sehen. So, ich guck nochmal, Power ist. Okay, ist powered. Jo, powered, steht da. So gut, und jetzt muss ich mal gucken. Ich muss irgendwie, irgendwo dahinter ist das. Aber ja, der Rest sollte sich dann erstmal bereit machen, dass wenn Beam sagt, wir können starten. Ja, das Problem ist, ich merke, ich muss selber noch eigentlich Sachen loswerden, wobei, nee, ich habe jetzt eigentlich gar nichts Wichtiges dabei. Stellt für mich mal bitte C4 noch hin und Raketen brauche ich noch. C4 Raketen und Rocket Launcher. Habt ihr Gasgranaten? Ich hatte zwar noch welche im Schrank, aber irgendwie 5 Stück. Hat die, glaube ich, jemand genommen. Dann müsst ihr noch welche machen. Oder irgendjemand muss dir welche dann geben. Dann mach mal bitte noch eben C4 und Gasgranaten. Wobei, wie ich das sehe, ist das Target ist gar nicht so auffällig. Ich glaube, die theoretisch, die können sehen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie es sehen. Will mal jemand das Target schon mal ausprobieren? Das würde ich als erstes gerne machen. So, du willst an? Mhm. Geh langsam vor. Ich hoffe, ich habe es richtig rumgebaut. Schild ist nicht dran, ne? Nein. Passt. Tada. Okay, nice, funktioniert. So, gut, dann Stargate können wir so lassen. Die Base ist hier auf der Seite. Kannst du vielleicht mal angucken. So krass, ey, die haben hier zwei Reihen Metal Behemoth Gates. Das kann übelst schief gehen, Mann, ich habe übelst Angst. Wenn ich jetzt von hier abspringe, dann können mich auch die Turrets treffen. Ich mach nur mal runter, ich kann ja notfalls, ich weiß es nicht, ich spring mal runter erstmal. Warum überlege ich mir denn immer so eine Scheiße? Wow! Jemand hat getrommelt. Jemand hat getrommelt. Hast du das gehört? Nee. Du hast es nicht gehört? Doch, doch, hab's gehört. Hast du es auch gehört? Okay, du warst es nicht gewesen, ne? Das ist ja so eine Steigerung vom Lutz mit dem T-Rex, so. Wo er mit dem T-Rex gebrüllt hat. Ja, jetzt beobachtet erstmal nicht, dass die euch gesehen haben und Alarm schlagen. Nein, die haben uns nicht gesehen. Glaube ich nicht. Wenn doch, dann wird's André gleich mitbekommen. Also, du hast irgendwie immer... Rakete geflogen. Oh nein. Du hast irgendwie immer denselben Baustil, oder? Er baut einfach ein Auto auf. Yo, ey Alter, kannst du das bitte für dich behalten? Was denn? Ey, ich behalte das jetzt kein Problem. Ich feier das doch. Okay, super. Weißt du, ein Kumpel im Teamspeak meinte gerade, ich sehe den Stargate von dem und den. Ich dreh mich um, guck um auf den Berg auf dem Gesicht, da irgendjemanden runterspringen. Yo. Wir wollen was gegen. Okay, behalte mal bitte für dich, okay, nicht einen Chat schreiben oder so. Ich schreib gar nichts. Dankeschön, Alter. Ist das geil. Okay, gut. Ja gut, ja dann dir viel Glück da beim Bauen und so. Jo, danke. Tschüss. Alter, ich hab jetzt einen Schreck bekommen. Und zwar kommt hier gerade einer mit einem Wolf angetapselt und so und lacht und so. Beam, was baust du schon wieder Stargate und so? Aber es ist ein anderer Tribe, ist doch Reiser. Ich hab ihn drum gebeten, das ist für sich zu behalten und er behält es auch für sich. Kannst du ja in die Aufnahmen reinnehmen. Ja, nehme ich auch. Oh, nein, das habe ich lokal geschrieben. Joris in die Reichweite von lokal. Also ich habe nichts gelesen. Okay, dann haben sie es nicht gelesen, gut. So, das muss ich erstmal checken hier, weil hier muss man jetzt irgendwo runter. Scheiße, Mann. Man sieht das hier nirgends. Wo ist denn hier der Vorsprung? Wenn ich den verpasse, habe ich die übelste Arschkarte. Ja, wobei, ich habe nur Kraplin, ich habe nur 4 Schuss. Aber ich komme ja nie wieder nach oben. Ich sehe den Vorsprung nicht. Hier ist die Base. Habe ich den gemeint? Ich glaube, ich muss von oben abspringen. Oder, nee, ich habe eine Idee. Stimmt, ich weiß jetzt wie. Ich muss, ich weiß jetzt wie wieder. Wie gesagt, ich habe mir das ja offline im Singleplayer extra angeguckt, die Stelle. Wie gesagt, war hier nichts bebaut gewesen und so. Ich habe mir einfach nur das Areal angeschaut. Und da habe ich mir dann überlegt, jetzt fällt es mir wieder ein, Gott sei Dank. Ich muss das einfach von der anderen Seite machen. Ich muss von der anderen Seite runterspringen. Ich hab so einen Schreck bekommen, wo der Typ angerannt kam. Der war übelst nett, war übelst freundlich. Der hat das nur übelst gefeiert, dass ich schon wieder irgendwo Stargates rumbaue. Auf Bergen. Da hab ich nur gesehen, wie ich mit dem Fallschirm runterspringe. So, oh Mann, das ist auch hier übelst auffällig gerade. So, und zwar von der Seite hier. Ich hoffe, ich sehe den Vorsprung. Das ist erstmal wichtig. Also
denen ihre Minigun, die kann man ganz leicht. Also entweder machen wir die kaputt oder wir machen die Holster da kaputt aufs Dach, weil dann kommen die dann nicht mehr hoch. Ja, wir sagen, wir machen einfach weg. Zwei C4 dran und dann ist das Ding Geschichte. Ja. Das Ding kostet übelst viel Material. So, das Problem ist jetzt hier leider auch nicht wirklich sehr viel mehr. Das müsste aber jetzt hier... Oh, ich hätte mir das besser anschauen sollen. Scheiße! Warte mal, ich muss mal irgendwie... Irgendwo hier ist ein Vorsprung auf jeden Fall. Aber wenn ich ihn jetzt verpasse... Hab ich die übelste Arschkarte. Der muss... Ich weiß es nicht genau. Ich springe jetzt einfach los mit dem Fallschirm. Wir werden ja sehen, was passiert. Das ist ein so ein Satz. Wir werden ja sehen, was passiert. Ich glaube immer noch kurz vorm Tod, oder? Das sind die besten Sätze fangen eigentlich mal. Ich habe eine Idee, halt mal mein Bier. Ja. Es muss auf jeden Fall muss ich in die Richtung hier springen, wenn ich mich jetzt nicht ganz. Ja, muss ich auf jeden Fall. Ich darf eigentlich gar nicht so schnell machen. Ich muss eigentlich nur hochspringen. Das geht gerade bei denen ab in der Base. Entweder parken die nur T-Rex rum oder die haben irgendwas vor. Ja, aber dann ist so super. Wenn die nicht da sind, wäre es natürlich noch besser. Muss ich da mal ausnahmsweise sagen bei der Base. Bei unserem Vorhaben. Oh nein! Grappling Hook. Da ist er, der Vorsprung. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. So, jetzt kann ich das vielleicht auch mal zeigen. Hier ist die Base. Scheiße, das muss ich mir dann nochmal angucken. Ich glaube, da ist die Base von denen. Nee, dahinter ist die Base. Das wird interessant. Bin ich richtig? Ich sehe halt auch kaum was. Okay, wir müssen erstmal runter und dann muss ich mich nochmal orientieren, weil ich muss den Leuten ja auch ganz genau sagen können, wo sie hinspringen sollen. Weil sonst springen die alle ins Leere. Das wäre wichtig, ne? Zwei T-Rexe sind jetzt ganz groß. Ja. Ja, also... Scar habe ich versteckt, also ich hoffe, die finden die Witze. Und dazu, was irgendwas haben die vor? Das Problem ist jetzt Scar natürlich, dass der steht jetzt da dumm rum, ne? Mal gucken, wie wir den nach Hause bekommen. Ja gut, aber orientieren kann ich mich hier nicht mehr wirklich, glaube ich. Oder was? Das ist eine Frage, oder? Ich bin echt am Ende der Welt. Oh nein! Wartet mal! Das sieht total schräg aus hier. Aber das ist doch gerade, oder? Dann lass das gerade sein. Lande jetzt hier bitte drauf. Ja. Okay. Hat funktioniert. Das Problem ist jetzt nur, ich kann euch nicht genau sagen, wie wir dann springen müssen. Ich kann mich auch nicht orientieren. Scheiße. Ich glaube rechts runter, ne? Springen. Ja. Mir das mal. Guckt euch am besten, ich hab doch in Skype das gepostet, guckt euch das nochmal an. Und sagt mir das auch mal. Das müsste, also man hat ja diese zwei Felsen nach oben. Also einmal da, wo jetzt André drauf ist, dann ist die Base und dann ist nochmal so ein Felsen nach oben. Ja. Mhm. So. Und ich glaube, wir müssten quasi, wenn wir hinter der Base sind, müssen wir Richtung dem zweiten Felsen abspringen, sozusagen. Das Ding ist, wenn du genau zwischen den beiden Felsen nach unten, genau unter der Base ist dieser Vorsprung. So sieht es auf dem Bild aus. Ah, weißt du was, ich sehe ihn gerade. Ich glaube, ich bin auf dem Falschen. Das ist aber scheiße. Hier wollte ich hin. Okay, dann muss ich mich da hinarbeiten, weil hier rüber kommen wird super assi. Hoffentlich geht das jetzt nicht schief, ey. Das Bergsteigen kriegt ja komplett neue Dimensionen, was ich hier gerade abziehe. Ich weiß gar nicht, ob ich das von hier schaffe. Ich muss es jetzt aber schaffen. Nein! Oh, ich bin noch nicht abgesprungen. Oh Gott sei Dank, ich habe falsche Taste gedrückt. Ich will nochmal und sie 3 drücken. So geht's nicht.
Crossbow. Das Ding habe ich gemeint. Oh nein, da ist ein Frosch drauf. Und denen? Destiny, jo. Den haben die aber verloren. Den haben die niemals damit Absicht hingestellt. Kannst du mir nicht erzählen. Oh, das gefällt mir gerade gar nicht, wie ich hier fliege. Na, geht mal so hin oder brauche ich noch eine Grappling Hook? Geht so hin, ne? Das Ding habe ich gemeint. Ja, das müsste jetzt genau unter deren Base sein. Also wenn wir jetzt, das ist quasi zwischen den zwei Felsen, direkt hinter deren Base, wo ich jetzt bin. Ist übrigens auch ein krasser Spot hier, was zu bauen, theoretisch. Ist der Frosch auf Aggro? Bist du Aggro? Nee, ist er nicht. Das Problem ist, ich hoffe, ich kann jetzt hier trotzdem bauen. Ja, ich kann hier bauen. Also den Frosch darf man nicht töten, ne? Also erst am Ende dann, aus Spaß, aber... Jetzt quakt er hier rum. So gut, wer will das hier unten mal ausprobieren, das Nugget? Ich baue es jetzt. Also hier hat man richtig viel... hier könnte man echt eine Base bauen, ne? Hier unten. Hier hat man richtig viel Platz, das ist übelst fett. So, ich habe jetzt mal hier 100 Grappling Hooks gemacht in der Zwischenzeit. Das ist ordentlich. Ich nehme noch 10 mit. Beam, ich komme dann jetzt direkt zu dir und dann kann ich dir direkt dein Raketenwerferzeug und sowas geben. Du musst mir vor allem Dino durchbringen, damit ich ordentlich zurückkomme. Okay. Ja. Wo ist denn dein Dino? Ist woanders. Scar, ne? Ist oben, auf der Mitte. Außer André kann mir den vorbeibringen. Nee, das wird schwierig. André. Nee, warte, ich nehme einfach. André, könntest du vielleicht, weil so viel Zeit haben wir noch, das sind 5 Minuten oder so, könntest du vielleicht Scar nach Hause bringen? Einfach zu Fuß? Ich habe ja auch ein Stargate mit. Ich weiß, wo der steht. Der steht, da ist er noch hinter so ein zweiter Felsen. Mhm. Hinter dem zweiten Felsen. Okay. Also auf der, nicht auf der Seite von Destiny, sondern halt, ne? Auf der Schattenseite. Ich bin von Destiny hingelaufen. Ja, aber sei vorsichtig. Muss erstmal runterkommen mit dem Fallschirm. So, das Nugget steht. Also soll ich dir jetzt keinen Dino mitbringen oder was? Doch. Ach so, ja doch klar, weil ich muss ja zurückkommen. Nehme ich mal hier diesen Wolfi, der ist nur Level 60. Nope. Jetzt haben die müssten wir dann mal noch einer machen. Dann mach aber so, dass du das jetzt nicht auffällt, okay? Nee, ich laufe in die andere Richtung. Lauf erstmal weg. Hast du mal in den Chat geguckt? Oh, jetzt haben die das Target oben gesehen. Ja, aber die kriegen das jetzt noch nicht kaputt wahrscheinlich, oder? Naja, aber die sind ja, wissen auf jeden Fall, dass wir kommen. Ja, dann lass schnell machen. Die wissen aber nicht, was wir vorhaben. Ich locke jetzt auch zwei weg, die sind hinter mir her. Die wissen nicht, was wir vorhaben. Also wenn das Target noch steht, dann ziehen wir den Plan durch. So. Das hier unten haben die auf jeden Fall nicht gesehen, das Stargate. Das bleibt jetzt auf jeden Fall. Ah, shit, dass sie das so schnell merken, hatte ich nicht gedacht. So, von mir haben sie jetzt abgelassen. Ja. Unten sagst du, ja? Unten, ja. Würdest du jetzt anwählen? Wählt es an? Hast du jetzt alles dabei oder bringst du einen Dino vorbei? Ich hab alles dabei. Auch Rocket Launcher, Raketen? Jo. Okay. Ist das Target offen bei dir? Ja, ist kein Schild drin. Ist an. Kommt erstmal dein Dino. Oh, ich hab Standbild. Scheiße. So, Dino müsste jetzt durch sein. Jo, ist er. Komm ich. Hört ihr mal schnell, ne? Hey Lutz. Grüß dich. Ja. So gut, okay Leute, also Lutz, wir machen jetzt zurück nach Hause, packen uns auf die T-Rexe, gehen durch das Stargate oben und dann geht's los sozusagen. Jo. Wer wollte Maulwurf mal noch mitkommen, ne? Mhm. Ich hoffe, die T-Rexe stehen jetzt bereit, dass wir jetzt direkt loslegen können. Ja, wir sind dabei. Der bleibt hier, Maulwurf, das ist meine. Der bleibt da? Okay, ja. Dann benennen den mal irgendwie... Und Lutz, wir müssen das Schild noch ausmachen, aufpassen. Jo. Kann jetzt sein, dass sie das Target jetzt zerstören, das wäre schade. Na, wir haben auf jeden Fall das hier so. Das unten steht schon mal, also wir können den Plan immer noch ausführen, dann halt einfach ein bisschen später, weil das unten werden die jetzt nicht entdecken, denke ich. Jedenfalls mache ich ja nochmal hier, aber nochmal ein Target. Hast du ausgemacht? Jungs, aus. Geh du vor. Ja.
So. Ah, oh, das wird so schief gehen. So gut, jetzt oben das da getan werden. Sind alle bereit? Jo, warte, welchen T-Rex nehme ich? Dann nehme ich wieder John.